Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder in alter Manier am Spot. Moin Günner! Die Boys sind am Start. Und der Niklas auch am Start. Und der Philipp! Und ich sitze auf so einem Explorer-Spin-Eimer hier mit 50 Kubik, geht gar nichts. Also Stefan ist natürlich auch mit am Start. Diese Saison wird krass. Ja! Ich habe gleich eine Challenge für dich. Was denn? Ob du das Ding hier umgehen kannst. Kannst du nicht? Nee, ich krieg sie nicht hoch. Gucken wir mal. Ja, warte, ich probier's nochmal. Ich habe mir nämlich das Topcase jetzt runtergebaut. Niklas hat Rudi am Trainieren. Sehr gut. Und ich versuche die Schüsse hier mal heute hochzubekommen. Ich glaube eher so auf ganz minimal, weil guten Anzug hat der. Oh, Stefan kriegt ein Safe gewheelt, Alter, sag ich dir. Alter, der ist auch so schwer. Und die Öllampe geht die ganze Zeit an. Ja, und? Ah! Der war doch schon mal ganz gut. Für so eine Ori-Schüssel, Alter. Also ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich kann das eigentlich auch. Ich weiß. Fotografie Official, ne? Auf Instagram. Kannst du lesen auf mein Auto? Kann ich lesen auf dein Auto. Okay, alles klar. Das ist Rotzange, Digga! Jetzt mal wieder richtig ab, Alter! Ich krieg das Ding noch hoch! Geschichte muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden. Mann, aber aus dem Stand geht das halt, ne? Warte mal. Also ich weiß, dass man im Stand-Up-Karren auf jeden Fall besser hochbekommt. Die wenig Leistung haben, muss man mich kurz hier vergewissern, ob alle aus dem Weg sind. Könnte nämlich jetzt ein gefährliches Ding werden. Und... mit einer 70er Aerox ist das ganz auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ach, drauf geschissen, ich zeige euch das Ding jetzt erstmal. Das ist der Hobel. Ja, soll ich sagen, ne? Explorer Spin 50 Xeos oder so. Mit dem Ghetto Skorpion hier an der Seite. Und irgendeinem coolen Aufkleber. 5 PS. Dieser Aufkleber, 20 der Ghetto-Skorpion. Da muss ich euch mal einen Nahen zeigen hier, ne? Krass. Ja, das ist komplett original, Euro 2 Auspuff, irgendwie in absolut mega laut. Ein Spiegel bei Racing. Ne, weil der zweite ist einfach hier das Gewinde kaputt. Schmeckt. Ja, ist ja gut, ja, wieder. So, aber irgendwie so mäßig auf dem Stand circling geht. Wenn man den Circles kann. Das war halt kein Circle, aber. Gucken, ob irgendwer küt. Ich würde sagen, das war eine halbe Försterwende und kein Circle. Ich gebe auch, glaube ich, ein bisschen zu spät Gas. Keine Ahnung, aber da hinten sehe ich die Jungs schon wieder am Windrad chillen, deswegen. Cruisen wir da jetzt. Oh oh. Mal ganz entspannt hin. Bei mir hat er gerade kein Gas angenommen. Irgendwas.
stimmt hier gerade nicht. Irgendwie nimmt er kein Vollgas mehr an. Kann aber sein, dass er natürlich ein bisschen zu heiß ist. Ach ja, Jungs, also im Sommer geht's auf jeden Fall hier natürlich am Sport weiter. Im letzten Video habt ihr, glaube ich, gesehen, dass ich mir was Neues zugelegt habe. Das ist jetzt auch schon wieder kaputt. wir genießen hier mal jetzt frische Aussicht. Lass das Ding mal da oben ein bisschen abkühlen. Gieß mal nach hier oben. Weil Enduro-Profi. Ja, im letzten Video habt ihr gesehen, dass ich mir die HM gekauft habe für 500 Tacken und die hatte jetzt die Zündung kaputt. Ich glaube, ich bin eine Woche oder so bin ich damit gefahren und danach hat sie den Geist aufgegeben. Neue Zündung habe ich jetzt bestellt, die sollte jetzt nächste Woche irgendwann kommen. Und dann gibt es auch Videos mit der HM. Eine Left-Hand-Brake habe ich schon selber gebaut und auch verbaut. Oh mein Gott. Ja, und oder der Luftfilter hier ist aus, das kann natürlich auch sein, aber es sieht an sich sehr gut aus. Ja, ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal ein Einfachding abnehmen, wenn er gleich immer noch abkackt. Und sonst, Leute, wie geht's euch so? Videos kommen ja jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier reden soll, außer Müll. Gut gehen! Eine bessere Beschleunigung, als wenn er selber vom Gas, selber Gas gibt. Hey, ich würde jetzt mal fragen, einen der Jungs fragen, ob ich deren Kette haben kann. Irgendeine, die am besten mit fester Sitzbank, mit nicht kurzverreißendem Gaszug und einem 70er. Das wäre so das Beste, was wir jetzt kriegen können. Hallo, schöner Mann. Aha. Hey Sweet! Ja, mein Junge! Also ich hab mal so eine Frage. Was? Dürfte man ihre Aerox-Probe fahren? Korrekt. Korrekt. Mach mal platzieren, ne? So, dann geht's hier mal direkt zu dem strammsten Gefährt auf dem ganzen Planeten hier. Welcher Schlüssel passt denn hier? Bin ich jetzt ein Idiot? Aha! Ah, Digga, fühle ich nicht so, ne? Ich wollte nur mal was mit Leistung fahren im Video. Ich glaube, ich bin die noch gar nicht gefahren, ne, tatsächlich. Aber wie die schreit, Junge! Und wie die zieht! Oh mein Gott, Alter, das ist ja dieser Gefühl so geisteskrank wie die MK2 Aerox, die ich mal gefahren bin. Diese rote mit diese knappe 130. Die kannst du doch so hier kannst du sehr entspannt fahren, ne? So entspannt durchs Dorf, ein bisschen Krempempem-Auspuff, aber ist doch okay so. Wenn Horizont sieht man dann einen Streifenwagen unserer Rechtsverfolgung Ding und dann machst du nur ich krieg die nicht oben gehalten, was soll das, der Leistungsloch. Ich will jetzt auch nicht crashen, weil der hatte den Motor, der Junge einiges an Kohle reingesteckt. Und die Verkleidung ist halt auch komplett chrom, ne? Die gibt's auch nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, so wie die Karre schiebt, schiebt ihr jetzt auch den Like-Button nach oben. Und zwar so! Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Schaut auch gerne bei den Jungs vorbei, die sind natürlich unten alle verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.